Hallo und herzlich willkommen zum Dovatec Hard Enduro Series Germany Review. Nach der langen Sommerpause ging es am Wochenende in Meldewitz in die letzte Saisonhälfte. Der SHC Meldewitz hat es sich für die 13. Ausgabe des legendären Rennens einige Neuerungen einfallen lassen. Es gab viele neue Abschnitte, die die Fahrer forderten. Leider gab dadurch an Engstellen auch kurze Staus. Auch das 23. Rennen der Serie präsentierte sich wieder bei sommerlich warmen Temperaturen. Im kurzen Prolog am Morgen sah es zunächst danach aus, dass Kevin Gallas seinen Plan vom vorzeitigen Championatsmeistertitel umsetzen kann. Mit einer Zeit von 1 Minute 9 setzt sich der Gas-Gas-Pilot an die Spitze. Dabei kam ihm sicherlich entgegen, dass er erstmals mit einer Viertaktmaschine an den Start ging. Den zweiten Platz belegte Milan Schmüser vor Marc Wolf. Auf Platz 4 folgt Norbert Zickerwitz, der erstmals in der Serie an den Start ging. Der Ungar setzte seine Erfahrung aus dem Super Enduro perfekt um. Als die 133 Fahrer 12.15 Uhr ins Rennen geschickt wurden, war zunächst keinem bewusst, wie spannend das 13. Mels Extrem werden würde. Mehrmals wechselte er die Führung über die Renndistanz von 3 Stunden. Zunächst führte Youngster Milan Schmüser das Feld an. Nach 90 Minuten kam dann die Zeit von Kevin Gallas. Er war in Führung und somit auf dem Weg zum Meistertitel. Er tat sich aber sichtlich mit dem schweren Viertakt-Bike schwer. Somit holte Marc Wolf auf und konnte den Baden-Württemberger schließlich überholen. Bis ins Ziel setzte sich Marc Wolf von Gallas ab und konnte somit auch seinen ersten Sieg überhaupt feiern. Damit bleibt auch die Meisterschaftsentscheidung weiter offen, denn Wolf konnte den Rückstand nun auf 28 Punkte verkürzen, bei noch 30 zu vergebenden insgesamt. Für Gallas, der bisher alle Saisonrennen gewinnen konnte, reicht es am Ende nur zu Rang 3, da auch Milan Schmüser noch vorbeifahren konnte. Einen Titel konnte sich Gallas aber dennoch sichern. Der zweite Platz in der Pro-Wertung reichte für ihn zum vorzeitigen Gewinn der Pro-Klasse. Das gleiche schaffte Milan Schmüser bei den Junioren. Auch er ist in Reetz nicht mehr einholbar, da sein direkter Verfolger Erik Seifert nur einen 6. Platz in Meldewitz erreichen konnte. Weiter offen sind die Wertungen bei den Senioren, wo auch in Meldewitz erneut René Dietrich gewinnen konnte. Dies trotz eines Startcrashs mit seinem direkten Konkurrenten René Jerbach. Bei den Amateuren siegte Andreas Igel vor Sören Emich. Emich konnte dadurch seinen Vorsprung in der Tabelle ausbauen. Das Finale in Reetz ist bereits in Vorbereitung. Die Strecke wird bereits umfangreich vorbereitet und auch verändert zum letzten Jahr. Die Online-Nennungen für das Rennen am 1.10. ist auf unserer Website möglich.